Und damit herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Hey, hallo, schau mal her. Ja, hier sind wir wieder, das Pärchen, der Pärchen aller Pärchen. Willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Prophet. Und ja, hallo Wolke, wie geht's dir? Ja, hallo. Och, alles schön. Wir haben in der letzten Folge, also ich eigentlich fast alleine, den Drachen besiegt. Und dann habe ich darauf gewartet, dass mich irgendjemand rettet. So, quietsch, quietsch. Ja. Und wir haben ja beide uns jetzt einen zweiten Account zugelegt, den wir auch mal so testen, zocken können und so. Da bin ich jetzt mittlerweile schon Level 16. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich lerne noch mega geile Attacken. Ich lerne im Endeffekt so viele geile Attacken. Blitzschläge lerne ich noch und Feuerhiebe und alles mögliche. Wird auf jeden Fall mega abgehen noch hier. Und da habe ich Level 11 erreicht. Cool. Ach siehst du, da habe ich meinen Feuerhieb, glaube ich, erlernt. K, Moment. Kleinen Moment, was ist das hier? Ortswechsel, Schlachtruf. Keine Ahnung, was das war. 4. Okay, warte mal ganz kurz. Hey, was war das denn jetzt für ein Scheiß? Weg. Boah, ist das, ich dachte, das ist ein Drache. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, wir gehen jetzt. Wir wollen jetzt mal dieses Walddrachen-Riese-Quest machen. Dazu schaue ich jetzt einfach mal schon mal, wo das sein soll. Es geht mit dir ab, Alter. Ja, wie gesagt, wir haben uns schon ganz schön gut eingelebt hier. So, was haben wir hier? Schmieriges Fett, gut, okay, das ist nicht so berauschend. Und da mal die Walddrachen-Krise, die tue ich mir gleich mal markieren. Kann man das markieren irgendwie? Ich bin hier, ich schaue nach da. Theoretisch gesehen müsste die Walddrachenkrise hier sein. Okay, wir sind da. Wildwolfsflügeldrache. Was ist denn in der Wolke hat? Nacht. So. Ach, in diesem Territorium hier soll die anscheinend sein. Nee. Er sagt, er hat den Drachen schon eine ganze Weile gesucht, hat ihn aber nicht gefunden. Da hinten sind ganz viele von dem Wolfsdrachen. Hä? Tötet die Narbenzombies, Vergiftungsgrad. Ach so. Jetzt weiß ich, warum er sich gefunden hat. Er hat gedacht, er muss einen Drachen besiegen. Ich gehe mal hier raus aus dem Gebiet. Ich hoffe, das geht überhaupt. Hallo? Ich bin doch schon längst raus. Lieber Wolke, ich weiß, warum du den Drachen nicht gefunden hast. So. Wolke. Wieder da? Ich weiß, warum du den Drachen nicht gefunden hast. Das Quest geht nicht um Drachen. Und zwar musst du in dieses Gebiet rein. Und dann bekommst du zwei Aufgaben. Du musst eine gewisse Anzahl von Narbenzombies und eine gewisse Anzahl von Zombiefrauen töten. Und das in einer gewissen Zeit. Das wird dir angezeigt, indem du... Indem du... vergiftet bist. Du musst innerhalb deiner Vergiftung musst es schaffen, so und so viele Zombies zu killen. Und dann hast du das Quest erledigt. Verstehst du wie? Ach so, okay. Deswegen komm mal hier neben mich, wo ich stehe. Hier. Da. Ja, mein Spiel hat sich gerade beendet. Ach so. Dann tue ich mal noch den Grünhimmelsdrachen hier töten. Und ich habe jetzt auch die, Drachensplitter gefunden. Ich habe jetzt auch die komischen Drachen gefunden, die du gefunden hast. Ich hatte mir schon gefragt, wo du die hast. Den Gleiter, den du hast. Ach so, ja, ne, das sind die du da retten musst in dem Gebiet. Oh, mein Rucksack ist schon wieder voll. Also ich werde mir auf jeden Fall noch einen anderen Drachen, also den Gleitdrachen will ich behalten. Dann brauche ich aber noch einen Flugdrachen, weil ich habe gemerkt, zwei Drachen, die nicht fliegen können. Das ist kacke. Ja, habe ich auch so. Ich habe auch einen Flug und einen Renndrachen habe ich. Und ich nehme halt den Gleiter so mehr zum Angriff, weil der war stärker als der
Grünschnabeldrache. Ja, ich kämpfe auch gerne mit dem Dino-Drachen. Ich finde den cool. So. Ich will mal kurz unser Start, falls, okay, falls du jetzt reinkommen solltest. Mach's am besten auch mal, dann kannst du dir, falls wir das Quest jetzt erledigen, dann kannst du dir den Loot, den du von dem Quest bekommst, auch in deinen Rucksack packen, ohne dass der voll wird. Ja, ich level mich erstmal auf Level 10 fix. Okay. Ja, ich gebe verkauf was bei meinem Zeug hier. Was machst du mit diesen Rezepturen? Findest du die sinnvoll? Weil ich finde die irgendwie... Rezepturen? Also ich verkaufe jetzt einfach mal ein paar Rezepturen, weil ich weiß nicht. Wassergraskern, das haben wir hier noch irgendein Schild, den brauche ich aber eh nicht, weil ich hier zwei Handwaffe habe. Jetzt habe ich hier noch eine Medaille, die anscheinend auch besser als meine ist. Hm. Okay, dann haben wir noch Schafhörner, die kann ich verkaufen. Dann haben wir hier noch eine alte Münze, die kann man auch verkaufen. Genau. Hier haben wir noch eine Rüstung, die anscheinend sogar besser als meine ist. Ich weiß gar nicht, wo sehe ich denn, wie viel XP ich brauche zum nächsten Level aufstieg. Gibt's hier so eine Anzeige? Oh, die sieht aber voll scheiße aus, die Rüstung. Hallo? Oh, das wollte ich. Ich habe mich gerade ausgezogen, warte mal ganz kurz. Was machst denn du? Ich habe aus Versehen sieht die Frau... einfach aus hier? Ich habe aus Versehen die Frau gerade ausgezogen. Was wolltest du jetzt? Nee. Ach, weißt du, was ich noch entdeckt habe? Also einerseits kann man in der nächsten Stadt kann man anfangen Alchemie zu üben, man kann schmieden, man kann schreinern, man kann alles mögliche. Und es gibt sogar Erzadern, also du kannst hier sogar Erze sammeln. Dann stellst du dich wieder Pickaxe hin, kannst dann ein paar Mal draufschlagen, die geht doch nicht beim ersten Mal gleich alle die Erzader. Ist übelst geil eigentlich. Aber ja, das kenne ich noch von anderen Spielen, das kannst du dann verwenden, um bestimmte Sachen zu verbessern, etc. Genau. So, ich komme gerade mal, wo bist du? Was ich dich fragen wollte. Ich renne hier. Ich müsste dich auf. Ah, okay, ich sehe dich. Du siehst, guck, ja, du bist. Du müsstest gerade im Gebiet sein. Ah, nee, bist du nicht, du bist gerade davor. Nee. Kurz davor bin ich. Ich wollte mal fragen, wo sehe ich denn, wie viele XP ich noch. Ah, okay. Jetzt bin ich Level 11. Ja, das habe ich mir auch schon mal gefragt. Ich habe keine Ahnung, wo man das sieht. Okay. Ich kenne level auch noch ein bisschen, während du da dein Ding machst. So. Jetzt haben wir mal ein paar Pflanzen. Das haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gemacht. Während du da dich weiter hochlevelst, sammle ich immer ein paar. Na nun, noch eine? Ach so, ich werde angegriffen. Stirb, stirb, stirb. Kann man ja nicht mal als Frau in Ruhe Kräuter sammeln gehen. Mein Gott. Ah, okay, ich habe einen Sattel für meinen Drachen. Ja, wie gesagt, den kriegst du mit dem nächsten Level, kriegst du den Edern. Habe ich festgestellt. Da kriegst du Sattel, kriegst du Schulterzeug. Also kriegst du eine komplette Ausrüstung für deinen Drachen. Ja, genau. Wie rüste ich meinen Drachen damit aus? Ja, das kann ich dann zeigen, wenn es soweit ist. Das kann ich dir jetzt so, glaube ich, nicht erklären. Boah, diese ganzen Zombies hier. Dann gehe ich jetzt. Dann gehe ich jetzt nochmal fix zurück zur Stadt. Okay. Warte mal, hä? Warum? Also der Kohlendrache kann irgendwie doch fliegen. Warum ist er in der Höhle nicht geflogen? Was, der kann doch fliegen? Ja, der kann fliegen. Aber in der Höhle irgendwie nicht. Hä? Muss man nicht verstehen. Dann kann ich ja beide behalten. Ist ja cool. Okay, die Dinger werden hier sowieso noch so oft und so wechseln und alles. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz hier meine Spells mir so legen, wie ich es auf dem anderen Account auch gemacht habe, sonst komme ich hier nämlich komplett durcheinander, weil ich die ganze Zeit irgendwas drücke, was ich da gar nicht habe. Das einzige Problem, was ich habe, ich komme mit den Kombos nicht zurecht. Ich weiß nicht, wie ich die Kombos wirklich machen soll. Das macht die cool. Die Kombos sind eigentlich ganz einfach. Es gibt nur links, links, drauf, dann gibt's links, 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 drauf,
und dann gibt's links drauf. Und lauter, es gibt halt immer einmal links mehr und dann drauf. So waren die Kombos bis jetzt, habe ich mitgekriegt. Wie einmal links mehr drauf? Na, linke Maustaste drauf. Linke Maustaste. Also rechts, meine ich dann. Also es gibt links, links, rechts und es gibt rechts, 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 links, oder was weiß ich. Ich bin nicht so der Kombo-Typ. Ich hau einfach drauf und freue mich, dass ich gewinne. Ja, mit den Kombos kannst du, glaube ich, halt. Ich bin halt nicht. Ich darf nicht so viele Frauen mitzureißen. Das ist. Tut nicht gut. So. Hier habe ich jetzt irgendwo. Ja, ich weiß nicht die ganze Zeit, dass ich irgendwelche neuen Kombos machen kann. Nee, das sind keine neuen Kombos, das sind neue Attacken. Da drückst du auf K und dann hast du ja dieses Ding, was ich dir mal gezeigt habe. Und da stehen deine neuen Attacken drin, die du bekommen hast. Ja, aber... Und die kannst du dann unten in die Skillleiste reinlegen. Ich hab hier einen Haufen Zeug. Muss ich mal gucken hier. Seltenes Item kann gegen Edis Held Ausrüstung getauscht werden. Soll ich das verkaufen oder soll ich das jetzt behalten? Ich habe keine Ahnung. Kann gegen was? Was kann das? Was? Laedis Held Ausrüstung. Kann gegen? Was war das? Ein seltenes Item kann gegen Laedis Held Ausrüstung getauscht werden. Okay. Ich würde, ja, wenn du nicht weißt, was es, also wenn ich nicht weiß, was das ist, dann lasse ich es einfach erstmal in meinem Inventar. Ja, weiß nicht, dann habe ich hier seltenes Material, Napolit-Fragment, seltenes Material, das in den Adern in der Napolit-Mine an der Auratianischen Front hier zu finden ist, wird für die Fertigung von blauen gearbeiteten Waren selbst 30 oder höher verwendet. Was, 30? Also, jetzt. Die habe ich jetzt verkauft für 2600 noch was. Ja, vielleicht hätte ich genau die behalten. Egal, ja. Jetzt weg. Sammelt 200 erhalten. Dies kann gegen Laedis Ausrüstung getauscht werden. Bist du wieder da? Aha. Ja, gleich, ich bin hier noch am Sachen kaufen. Boah, zwei Drachen. Ich müsste doch eigentlich noch meine Heilungsfähigkeit gehabt haben durch meinen Drachen. Ach guck mal hier, ich hab's ja. Elektrisches Hechten habe ich noch. Schlachtruf habe ich noch. Sichelwellen habe ich. Aber ich habe doch eigentlich noch einen Vitas Segen. Drachenenergie 300. 20 Punkte erhöht. Ach siehst du, damit kann ich unsere Konstitution verbessern mit Vitas Segen. So, jetzt okay, aber geht irgendwie nicht. Hier. Kreis der Verzweiflung klingt schon besser. Kann ich aber wahrscheinlich nur im Kampf anwenden, oder? Mal probieren. Da ist ein Drache. Wo genau bist du? Ich bin an der Höhle noch. Kann ich jetzt hier... Ja genau, jetzt kann ich diesen Kreis der Verzweiflung machen. Den Kreis der Verzweiflung raff ich nicht ganz. Oder muss ich das machen, während ich meinen Drachen draußen habe? Testen wir mal aus. Jetzt hab ich mich verflogen. Irgendwie nicht, ne, keine Ahnung. Ah doch, hier ist. Ah, jetzt habe ich so einen komischen Kreis der Verzweiflung gezaubert. Okay. Jetzt ist er weg. Keine Ahnung. Naja. Yeah! Ah, das elektronische nach vorne hechten ist schon ziemlich geil. Ja, okay, ich glaube schon. Hey, ich bin blöd, ich bin kacke nicht mehr. Lauf einfach den normalen Weg lang, wie es der andere tut. Naja, da bin ich ja gerade lang geflogen. Du müsstest... Hä, aber dieses komische Quest von dem Typen hier, ne?
Achso, öffentliches Event. Drück einfach mal auf M. Und wenn du auf M bist, dann siehst du mich als 2 höchstwahrscheinlich. Und da stehe, da bin ich. Da ist auch die Höhle. Ja, ich sehe dich. Ach ja. Na dann, lass es mal mit unserem Drachen zusammen. Ne, den anderen will ich haben. So. Dann gehen wir mal los, komm. Auf ins öffentliche Waldquest. Okay, da ist es. Countdown, Walddrachenkrise, haben wir gemacht. Jetzt muss man kurz, also ich muss kurz warten, weil meine Quest ist noch nicht da. Ich habe einen Countdown gerade. Ich habe auch noch einen Countdown. Ich dachte mir, ich gehe hier schon mal ein paar Zombies. Na, ich warte lieber noch ein bisschen. So. Dem ja, okay, ich kill mit, das ist ja. Sonst sterbe ich hier vor Langeweile. Woo! Yeah. So. Das ist mit seinem Pfeil. Was? Das ist ein Amok-Zombie. Komm gleich, ich bin gleich da. Ups, daneben. Ich komme. Hast du schon gekillt? Ich dachte, du hast schon angegriffen. Nee. Achso. Woohoo! Ich hab hier der Drache mich einfach daran, das blöde Gras zu sammeln. Autsch, oh mein Gott. Verdammt, die Kiefer. Was? So, jetzt habe ich diesen komischen Kreis erschaffen. Willst du den feinen Stab brauchst du wahrscheinlich, ne, braucht keiner von uns. Na komm, ich gebe dir mal, damit du ein bisschen Geld hast, weil du ja, du bist Level 10, gell? Also ich habe jetzt 4000 Gold. Was, 4000 Gold? Ich komme mir gerade sehr schäbig vor, ich habe 1500. Ja, wie gesagt, ich hatte diese Dinger, die mir da über 2000 teilweise gekostet haben. Okay, also du hast ja alles verkauft, stimmt ja. Oh, wir haben das Quest. Tötet die Narbenzombies. Okay, dann fangen wir mal an. Okay. Ach, ich glaube, unser Vergiftungsgrad darf nicht voll werden. Ja, das weiß ich. Ich habe eine Zombiefrau gefunden. Und da ist ein Narbenzombie. So. Sehr schön, oder eine Zombiefrau. Ja, das ist ja easy, oder? So, da haben wir einen Amok-Zombie, den brauche ich den. Den holen wir zwar nicht. Oh. Ja, kann auch immer nur das. Los, komm, drauf. Bleib doch mal stehen! Boah! Achso, da muss der Drache beschworen werden. So, weiter geht's. Die beide ich nicht. Okay, noch ein Narbenzombie erledigt. Zombiefrau. Irgend so ein Drache, der meint, er hat was zu sagen.
Ey, du musst die Leute immer aufheben, ich hab mein Inventar ist voll wieder. Oh, daneben. Einfach wahllos in der Gegend irgendwas sinnloses angreifen. Wieso ist dein Inventar schon wieder voll? Ich dachte, du hast das geleert. Ja, hab ich auch. Das geht bei mir so schnell immer. Ich hebe mal alles auf, was ich finde. Auch alte Omas von der Straße. Ich weiß, was macht man nicht. Ich stehe hier neben einem, der heißt Bray. Hab vorhin einen getroffen in dem Spiel, der hieß Draven. Fand ich ganz lustig. Wir müssen mal noch einen Zombie skillen, weil die Zombie-Frauen haben wir, glaube ich, voll. Hä? Mein Event ist weg. Ja, meins auch. Okay. Wolf, Flügel, Grimmdrachen müssen wir besiegen jetzt. Leute, die haben wir jetzt gerade... Nee, ich glaube, haben wir es überhaupt geschafft. Ja, ja, das, die C haben wir geschafft, das müssen wir B machen. Jetzt müssen wir die Wolfsflügeldrachen killen. Ah, die habe ich vorhin alle schon gekillt, scheiße. Boah, ich werde die Grenze angegriffen, das ist nur... Mann. So, wo bist du? Wo bist du? Ja, ich bin im... Ich kill Flügeldrachen. Ah, der hat mir gerade gar nichts gebracht. Ich habe den gerade gemacht und der hat mir irgendwie nichts gebracht. So, Wolfsflügel, Grimmdrache. Wahrscheinlich, weil du nicht da warst. Alles liegt immer an dir. Nächstes. Ja, so schnell ergänzt. Du kannst mal die ganzen Wolfsflügeldrachen hier aufheben, weil die kann ich nämlich gar nicht mehr... Kann mit denen gar nichts machen. Da ist einer, ich habe einen gefunden. Das ist aber nur ein Wolfsflügel-Grimmdrache. Ach so, das ist dieser eine wahrscheinlich. Aber wo ist der? Okay. Ach, guck mal hier. Der ist bestimmt hier. Wo dieses komische... Jo, da hinten schweißt irgendwas ziemlich brutal Feuer. Ja, jetzt bist du schon wieder gekommen. Hier, ich hab... Wolfs... Wildwolfsflügel? Hier muss eigentlich ein Drache sein. Hier, wo ich gerade stehe. Walddrachenkrise Countdown. Ich hab einen Countdown jetzt. Ja, aber wo ist der? Achso, der, ja, kommt, der kommt wahrscheinlich gleich. Ja, ich habe auch einen Countdown. Ja. Ach, und den ersten haben wir jetzt alle nicht. Ach so, das ist klar, so läuft das. Ja, dann hauen wir die ganzen Viecher immer down, ne? Hm. Warum immer die Countdowns, raff ich nicht. Ah, du siehst es auch da oben. Da oben ist dein müsstest du schon zwei Häkchen haben, oder? Wolke? Bei der Walddrachenkrise müsstest du schon zwei Häkchen haben. Ne, ich habe ein Häkchen und C leuchtet bei mir irgendwie. Okay, ich habe schon zwei Häkchen. Mienchen, Bienchen. Über die Pfeile hier. Boah, warum dauert der Countdown so lange, ey? Das ist ja nervig. Vielleicht weil es so ein großer Gegner ist. Ja, aber also bei mir steht da, dass der brutal ist. Stand zumindest gerade da. Dass die nächste Aufgabe. Dass die nächste Aufgabe Schwierigkeitsgrad brutal hat. Ich muss ja dem Drachen mit dem Schlag hier noch ein bisschen üben. Ich springe mal über alles drüber. Ich finde das eigentlich... habe ich das Gefühl, dass ich hier als Fernkämpfer mehr Nahkampfangriff Skills gelernt habe. Ja. Hä? Ich habe eh zum Rand springen. Um Tritt zu machen, eher um Blitz zu machen, im Gegner vor mir. Ich wurde gerade vom Server getrennt, warte mal ganz kurz. So, und da bin ich auch schon wieder. Da hat mich jetzt irgendwie gerade rausgehauen. So, Countdown, ja, immer noch da. Boah.
Ja. Bald weg, hoffentlich. So. Ich mache mir schon mal ein bisschen Platz im Inventar, damit ich hier, falls ich was aufsammeln muss. Ich habe noch recht viel Platz im Inventar, weiß nicht. Müll ist alles voll. Was du mal machst. Ja, ich sammle auch sowas wie schmieriges Fett und so auf. Gibt zwar nicht viel Geld, aber gibt Geld, weißt du? So, ja, sammle ich auch. Das ist ja geil. Jetzt habe ich dadurch unseren Beutel, den ich gefunden habe, 5 Drachensplitter dazu bekommen. Einfach ja, die so. Sind geil, gell? Die finde ich auch manchmal. Also nicht in dem Account, aber ich habe schon einige andere gefunden. Habe ich gerade so einen? Ne, habe ich nicht. Schade. Doch, ich habe... Oh, ich habe auch einen. Haha. Hier oben habe ich auch einen. Hui. Drachensplitter? Ja, ich habe jetzt 2 Reihen Drachensplitter voll. So, unser Quest fängt gleich an, gell? Wir sollten uns zum Questort begeben. Dann sollten wir mal zusammenbleiben jetzt. Ja, ich bin schon da am Questort. So, was haben wir hier? Ja, oh, noch ein Drachensplitter. Hihi. Wie viel hast denn du für Drachensplitter? Hast du schon 2 Reihen voll? Ich habe, warte. Schnell, schnell, schnell. Eine Reihe habe ich voll. Dann kriegst du den hier. Die Hosen behalte ich mal wegen Gold und das auch. So. Du müsstest jetzt einen Drachensplitter bekommen haben von mir, oder? tötet Narbenzombies und Zombiefrauen hab ich jetzt als Quest. Hä, wieso hab ich, hä? Hast du das auch als Quest gerade? Ja. Ach, wir haben es nicht geschafft, weil unser Vergiftungsgrad wahrscheinlich zu hoch war, nehme ich mal an, und dadurch müssen wir die jetzt noch machen. Oh, ist ja nervig. Ich weiß halt auch nicht, von der Vergiftungsgrad abhängt. Ja, ich auch nicht, keine Ahnung. Das habe ich schon mal, ich habe auf meinem anderen Account, da habe ich vorhin an dem zweiten Event in der Zombie-Stadt teilgenommen und da habe ich auch bis zum letzten... Also bis zum S habe ich es geschafft und dann auf einmal war mein Event abgebrochen. Ich habe auch keine Ahnung gehabt warum und hatte auch keinen Bock, das nochmal zu machen. Und ich würde auch sagen, wenn man sitzt... Vergiftungsgrad ist schon wieder gestiegen. Wir müssen uns einmal schnell... wir müssen einfach mal reinmachen. Einfach keine Beute einsammeln, einfach nur durchgehen und killen. Ja, mache ich gerade. Also, ist doch eigentlich ziemlich sinnlos, dass der Vergiftungsgrad von dem Fernkämpfer steigt, aber okay. Ich möchte jetzt nichts gegen die Logik des Spiels sagen. Doch eigentlich schon. So, Zombiefrauen haben wir erledigt, das brauchen wir nur noch Narbenzombies. Ja. Wo ich auch gerade einen gefunden habe. Ja, da habe ich auch schon ordentlich welche gekillt. Na, da hinten ist noch einer. Okay, ich glaube, ein oder zwei brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch, ja. Mein Vergiftungsgrad ist aber auch gleich voll. Schnell, such einen. Tötet den Zombie-Boss. Ah, nice, wir haben es geschafft. Okay, der ist wo? Ah, da hinten. Warte, warte, warte. Erstmal wieder sammeln. Erstmal wieder sammeln. Nee, das Spiel... Hallo, das Quest geht weiter. Ah, ja, wir haben... Dann mach ich ihn halt alleine. Ich würde dir helfen, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ja, beim Zombie-Boss, der wird auf der Karte angezeigt. Soll ich das sehen? Boah, der hat aber auch Damage, Alter. Und Leben. Oh mein Gott, was ist das? Verschwindet! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Hä? Wo ist der? Wo ist das Vieh? Heißt der eine Typ hier Turm? Ernsthaft? Ich hoffe, der stiehlt uns den Zombie, wusste es nicht. Ah ne, hatten. Miep. Was nächste Aufgabe? Jetzt haben wir einen Countdown wieder. Hä? Schussklinge, was ist denn Schussklinge? Haben wir es nicht geschafft? Wir haben ihn eigentlich gekillt. Ja, wir haben den Countdown. Hm.
Weiß nicht, sind wir noch in dem Kampfgebiet? Ja, sind wir. Egal, ich gehe mal kurz raus im Kampfgebiet. Ich glaube nämlich, ich weiß wo. Ja genau. Komm mal jetzt zur Höhle wieder, da ist nämlich das. Können wir das Quest beenden. Ach, das ist doch hier der letzte Teil, der uns noch fehlt. Yay, genau. Jetzt muss ich nämlich Plündererflaschen suchen. Plündererflaschen. Oh, hier sind ja auch liebe grüne Münztrachen. Untersucht die Plündererflaschen. Okay, okay. Bist du jetzt schon wieder? Ich wurde gerade angegriffen. So. Ich suche gerade die Plündererflaschen. Hä, wo liegen die? Ach da. Diese dummen grüne Münztrachen. Achso. Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, ich bin schon wieder disconnected, aber... Und... Flupp, eine habe ich. Abnormaler Grünhimmelsdrache. Plündererflasche. Ach hier. Sehr schön. Okay, ich hab zwei. Ja, ich hab jetzt. Boah, die gehen aber. Eine unten. Ah, hier habe ich noch eine. Die findet man so schwer, ne? Ja, Die sehen. Nö. Die stehen bei mir hier in Reihe und Glied. Ja, jetzt sehe ich es auch gerade. So, ich hab meine fünf. Hallo. Hui. Und das war's auch, das war das letzte Quest. Nee, Zorndrachenkönig gibt's jetzt noch. Genau. Den müssen wir auch noch killen. Das ist hier drüben irgendwie. Oh, warte auf. Was sind denn das für Viecher, die mich angreifen? Hilfe! Mutator. Boah, ich werde hier von 1000 Viechern angegriffen, Mann. Kann das nicht mal aufhören. Wo muss ich denn da jetzt hin? Dualdo Triller. Hä, wo ist der Zorndrachenkönig? Mui. Achso. Ah, hier. Ich bin... Ah, guck mal, ich habe auch gerade eine Ader gefunden im Stein, die man abhacken kann. Sehr schön. Ich finde es auch sehr nett, wenn du auf mich warten würdest. Na, du bist ja irgendwo immer. Hallo. Ja, ich habe die Flaschen gesammelt. Na, ich bin wieder im Gebiet. Dann lass uns da jetzt erstmal treffen. Ja, ich bin an der Ader. Die wird hier symbolisiert durch einen recht lustigen... Ah, ich habe keinen Mist. Hier auch mal die Steine weg. Okay, dann werfe ich noch die Hose weg. So. Immer noch kein Platz? Hä? Willst du mich verarschen? Ich habe gerade die Hose weggeworfen. Ah, ich fühle mich verarscht. Nee, das ist anscheinend besser als meine Rüstung. Hm. Immer noch kein... Hey, wie viele Dinge soll ich denn noch wegwerfen? Willst du mich jetzt veralbern? Komm hier, weg damit. So. Hast du das gerade eingesammelt? Willst du mich verarschen? Ich bin gar nicht in deiner Nähe. Ich wusste nicht, dass es da zwei Schlägen weg ist. Ich dachte, weil du gesagt hast, ich stell mich hier davor, du mein ganzes Inventar für den Scheiß machen und dann auf einmal will ich anfangen, ist das Ding weg. Okay, gut. So, jetzt... Hä?
Alte Freunde, tötet den Zorndrachen. Wo ist denn der Zorndrache? Also bei mir ist jetzt gerade wieder das mit den... Ja, aber darunter steht das Zorndrachenfest. Muss mal genau hingucken. Ja, klar, aber ich weiß nicht, was das mit diesem Drachen-Event jetzt schon wieder auf sich hat. Ja, interessiert mich auch nicht. Mach ich jetzt nicht nochmal. Oh, halt die Klappe. So. Also, ich habe hier auf der Map Dualdo Triller als Boss, Dualdo Triller, Verdammnisdrache, Grabräuber, Plünderer Gallica habe ich als Quest. Ach, ob das der Drache ist, den wir in der Höhle besiegt haben? Lieber Wolke. Hieß der Zorndrache? Ich weiß es nicht. Aber hier ist ansonsten kein anderer Drache, also nehme ich mal an, dass es der sein wird. Weil der nächste Drache, auf den wir treffen, das wird ein anderer sein. Ich komme hier nicht rein. Hm. Schwierigkeitsgrad, wählen wir mal einen anderen Schwierigkeitsgrad. Konnte ich nicht, ich habe schon drauf geklickt, aber... Och man. Ich kann auch die Quest mit dem Mimosensamen wieder annehmen, aber die habe ich da schon gemacht. Ich will die nicht nochmal machen. Hä? Du musst hier mal rauskommen bitte wieder. Ich komme nicht in die Höhle rein. Hörst du? Ja, ich bin unterwegs. Hä? Wieso? Ich komme nicht mehr raus aus dem Ding. Ach, hier oben doch. Bist da? Warte. La 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 la. So, jetzt bin ich vor der Höhle. Ah, okay. Jetzt müssen wir nochmal reingehen. Oh. Hä? Jetzt bin ich reingerannt. Kommst du jetzt rein? Ja. Gut, okay, ich kam gerade nicht rein, wahrscheinlich was. Ach guck mal hier ist der Typ mit dem Quest. Genau, ach, hier? Ich aber schon gemacht. Hier ist dieses Quest mit den Mimosen sagen, kein Wunder, dass ich entdeckt habe. Ah, die Spinne. Ja, warte, lass mich mal kurz auf die Map schauen. Der Drache ist ja schon weg. Hast du die Quest angenommen? Die Quest mit dem Mosesan habe ich angenommen, jetzt, ja. Okay, ja, ich mache sie nicht nochmal. Dann mache ich die ganz kurz mal. Wo kommen die Mosesamen her? Ach ja, aus den Dingern. Na, das ist ja aus den trockenen Mimosenpflanzen. Hier sind mehrere Pflanzen, deswegen. Saphir Himmelsdrache. Oh, hier sind wieder so viele coole Drachen. Der kribbelt mich wieder in den Fingern da. Du kannst dir in der Zeit mal Gedanken machen, wo wir den anderen Drachen finden. Pass auf, klick einfach drauf. Soll ich das mal vorlesen? Ja, lese es dir einfach selbst durch. Du weißt doch, wie das bei meiner Multitasking-Fähigkeit ist. Mimosensamen halten, habe ich doch. So, go, go, go. Die gibt mir keinen. Also. Unser Höhle Sinma sucht an ihrer tiefsten Stelle den Zorndrachenkönig. Was einer da, wo wir den anderen Drachen gekillt haben, das war ja nicht die tiefste Stelle, oder? Doch, das war die tiefste Stelle. Ja. Das war das Ende, da ging es nicht weiter. Aber hier gibt es ganz viele Zorndrachen, also nehme ich mal schon an, dass das hier drinne sein wird. Vielleicht müssen wir einfach noch mal zu der Stelle. Ja. Vielleicht müssen wir einfach noch mal zu der Stelle zurück. Weißt du wie? Dass sich das Quest, dann erneuert. Boah, Alter, was war das denn jetzt? Hat der dich auch gerade runtergeholt einfach? So ein bisschen, ja. Oh, nee. Was war das denn jetzt für ein Scheiß, Alter? Ah, in der Höhle kann man nicht fliegen, alles klar. Ich hab's auch gerade mit meinem Flugdrachen probiert. Oh, ich sehe dieser Saphirdrache, der gefällt mir. Okay.
Dann such mal diesen bekloppten Zorndrachenkönig. Ah, wir finden ihn, Königin, dass ich. Und sind glücklich, bis in alle Ewigkeiten. Easy doing, würde ich mal sagen. Easy game, GG. Wie gestern Deutschland gegen Brasilien. Ja, das war ja... Ich glaube, du solltest... Ach, du hast... Ich habe 3 von 7 Mimosensamen. Hast du das Quest jetzt nochmal angenommen? Nein. Dann hör immer auf die Zauber-Mimosen drauf zu schießen, weil wenn du die bekommst, dann bringt mir das nicht viel. Ich habe mich schon gewundert, warum ich manche Pflanzen nicht plündern kann. Nein, das ist normal so. Das war bei mir auch so. Boah. Manche Pflanzen geben einfach nichts ab. Hier stehen die Drachen auch ganz anders. Merkst du das? Die komischen abnormalen Grünhimmelsdrachen und so, die stehen alle jetzt und warten auf uns mehr oder weniger. Ja. Das haben sie vorher nicht gemacht. Wie Wachen oder so stehen die da, ne? Ja. Achtung, hinter uns, hinter hier. Woo, kommt her! So, schnell meinen Drachen mal zur Seite geholt. Was ist das denn hier? Oh. Aschefelsendrache. Ja, den ich hab. Hast du den geholt oder was? Ich geb dir mal einen Patrouillenohrring, vielleicht kannst du den gebrauchen. In der letzten Folge ja schon. Konnte ich wieder nicht plündern, ey. Was ist das für ein Zeug? So, hier ging's weiter. Oh, es sind schön viele Mimosen. Hilfe! Ich glaube, ich bevorzuge meinen Drachen aus dem Grunde, dass ich sehe, was passiert. Okay, den halt ich und... Ja, komm. So. Saphir-Himmelsdrache und abnormaler Saphir-Himmelsdrache. Wuhu, machen wir beide Blatt. Du hast aber auch eine übelste Reichweite das mit deinem Pfeil, so, oder? Ja, ich muss halt nur treffen. Ach, du hast kein Auto-Aim? Oder was? Ich habe hier kein Fadenkreuz oder so, nein. Das ist geil. Naja, wie man es nimmt, ne? Ich finde das cool, ey. Das macht gerade... Wie kriege ich das ja noch? Ich finde es cool ohne Fadenkreuz. Macht mehr Spaß. Ich habe ja auch kein Fadenkreuz bei meinen Attacken. Aber ich bin halt Nahkämpfer, ne? Das ist nicht schwer. Ich wollte gerade sagen, mit dem Schwert brauchst du auch kein Fadenkreuz. Also. Wo bist denn du? Na, ich renne den Gang entlang, wie beim letzten Mal. Du hast zum Problem damit, einfach die Gänge lang zu laufen, habe ich so das Gefühl. Na, wie bist denn du an mir vorbeigerannt? Ich bin doch vor dir da lang. Nein, du bist die ganze Zeit schon hinter mir. Du warst noch nie vor mir. Abgesehen davon musst du hier nur auf M drücken, dann siehst du, wo ich bin. Ja, ich glaube, scheiße, jetzt bin ich hier. Toll. Ich habe 5 Minuten. Bin ich wieder an dieser Stelle, wo ich nicht rauskomme. Juhu, du hast es drauf. Also wenn ich dann nachher wieder schreiend um deine Hilfe... Boah, diese Höhlenspinne, ey, gell? Die kommen aber auch nur immer so 3-4 auf einmal. Nee, vor allem in den ungünstigsten Momenten, ey. Ich finde die übelst eklig, ich weiß nicht, ich bin ja sowieso kein Spinnenfreund, aber die sind richtig eklig. Ja, da ist ja noch eine. Oh, Alter, die mich jetzt erschreckt, ey, die war mitten in einem Busch drin und kam dann auf einmal auf mich zugesprungen. Ja, irgendwie kamen sie hier gerade aus irgendwelchen Feldspalten gekrochen. Ja, die kommen aus diesen Netzen. Überall, wo Netze sind, kannst du damit rechnen, dass einer aus der Wand kommt. Ich glaube, ich muss mich um. Stup! Da ist ein Luminator. Und auch du wirst fallen. So, da habe ich. Ich hab's wieder nach oben geschafft, ey. Der Wahnsinn. Der Drache ist wieder da. Wahnsinn. Ah, der Drache ist wieder da. Wir können ihn nochmal besiegen. Ich stehe komplett außerhalb der Map hier. Sag mal, was soll denn das?
Also ich werde diesmal nicht einfach drauf losrennen. Ich werde diesmal auf dich warten. Auch wenn du wahrscheinlich eine halbe Stunde brauchst, bis du hier bist. Mir fehlt sowieso noch ein Mimose. Ich frage mich, wieso mir noch eine Mimose fehlt. Ist auch durch den Spalt gegangen? Nee. Du hast da eine Minimap. Guck doch auf die scheiß Minimap. Ja, laut Minimap stehe ich hier komplett außerhalb der Karte. Aber ich bin doch nur den Weg lang gerannt, den ich gestern auch lang gerannt bin. Lol, wo bist du denn? Du stehst irgendwo irgendwo im Wasser oder so. Laut Minimap schon, gell? So, und hier, du bist auch über so eine total kaputte Brücke gelaufen, oder? Ich such dich gerade mal. Guck mal, wo du bist. Ah, okay, du bist hier lang. Du bist einen falschen Weg lang gelaufen. Wie auch... ich erwarte eigentlich gar nichts anderes bei dir. Hier lang. Wie bin ich gestern eine Woche gerannt? Ja, dann erwarte ich das recht nichts anderes von dir, dass du den Fehler nochmal machst. So, ich habe meine... ich habe meine Mimosensamen noch gar nicht, sehe ich gerade. Hier ist gerade eine gewesen. Ich bin gestern auch lang gekommen irgendwie. Ja, naja, egal. Okay, es bleibt bei mir. So, folge mir. Der Drache ist wieder da, wir dürfen ihn also nochmal besiegen. Jo. Easy doing, würde ich sagen. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ich hasse das, wenn du dann auf einmal in dem Menü festhängst. So. Und da ist er. Ist auch nicht süß. So, Drachen herbeirufen. Und go! Drachenkreis. Oh, jetzt kann ich alles draufhauen, ey, was ich habe. Lalalalalala. Sicheren! Uah. Hat er einen Drachen gekillt? Ja, dann nicht. Huah. Oh, aua. Ich habe einen puren Drachensplitter für dich und das für mich. So. Irgendwie sehr viel das letzte Mal. Ja, wieso ist mein Drachenkreis denn bitte hier? Ja, damit haben wir das Fest erledigt. Ich würde sagen, wir verlassen den Dungeon einfach mal mit dem Symbol da oben. Jo. Das ist auch ein Buff, ist das. Ich hege purer Drachensplitter. Was soll ich jetzt drücken? Ist 6 Bedarf. Ja, ich hab ihn dir geschenkt. Nee. Nee, warte mal. Du musst, wenn du... Drachensplitter für Elementarabwehr abgegeben. Hä? Ich weiß nicht. Egal. Nee, ist schon okay. F6, da steht zwar manchmal was Komisches, aber F6 heißt, dass du den behalten hast. So, erstmal das Quest hier mit dem Drachen. Ich hab ihn abgegeben. Oh, mein Rucksack ist leer. Ja, in deinem Rucksack wahrscheinlich abgegeben, keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal, was da steht. Ich meine, sind danach in meinem Inventar, das reicht mir. Okay, ich habe nicht genug Platz im Inventar. Ich frage mich, wie du immer so schnell an mir vorbeirennen kannst. Ich habe doch gesagt, ich benutze das Ding, womit ich rausgehe. Knochen verkaufen. Ach so. Das erklärt natürlich einiges. Ich habe mir jetzt gewundert, wie kann der denn so schnell aus dem Dungeon ausgerannt sein? Das geht doch gar nicht. Du hörst einfach nicht zu, das ist dein Problem. Nehme ich mir mal den da und verkauf den. Schmeiß den weg. So. Mein Gott, mein Gott. Oh, mein okay. Neues. Das sieht ja mal edel aus, mein neues Gewand. Nur für dich habe ich mir das zugelegt. Wirst gleich sehen. Nur für dich, mein Schatz. Ich frage, das Lustige ist, ich schmeiße Zeug aus meinem Inventar heraus. Und es fühlt sich sofort wieder mit irgendwas anderem auf, obwohl ich gar nichts aufsammle. Das ist... raff ich nicht.
Dann frage ich mich, wieso dein Inventar die ganze Zeit voll ist. So, hier habe ich jetzt dieses blaue Quest von dem Typen. Tada. Oh, noch ein Quest von dem? Hä, ich hab das schon glatt. Achso, ich kann nicht, das kann ich nochmal annehmen, das Quest. Achso. Kann ich das... Irgendwie konnte ich auch Quests abbrechen. Mimosensamen Quest aufgeben. Okay. So, ich komme wieder raus. Na warte, ich gehe jetzt auch noch diesen Schatzsachen verkaufen. Ja, ich gehe auch gleich. So. Preis sind das Licht und die Hoffnung. Margaret, Schöpfer der Welt. Ich habe dir da gar nicht mein neues sexy Outfit gezeigt. So. Hier steht wieder irgend so ein Megatrache. Na dann. Hui. Das Outfit passt sogar zu meinem Drachen. Oh, toll. Oh, wow. Hui. Brauchst du eine Einhand-Axt? Das kommt darauf an, wie viel Schaden die macht. Gemüse Schatten 143 bis 174. Nee, kannst verkaufen. Das hört sich schon nicht gut an. So, Waffenhändler, check out my stuff, sagt er. Ich verkaufe mal. Ja, wow. Sortieren. Den habe ich auch bekommen, den rechteckigen Streitkolben. Na, wie viel Schaden macht deins? Meiner macht 140 bis 170, dann 115 bis 140. Und macht noch magischen Abwehr. Ich habe hier nämlich... Ich habe hier schichtiger Vorschlaghammer, physischer Schaden 233 bis 284, ein magischer Schaden 187 bis 228. Das ist geil. Kannst du mir den irgendwie geben? Guck mal gleich mal, aber dann weiß ich, dass ich die nicht verkaufen sollte. Ich war gerade am gucken. Ich habe hier übelst viele Ketten und so ein Zeug. Ich glaube, ich habe ungefähr 5 oder 10 Ketten. Ja, 8 Ketten oder so werden es sein. So. Raus aus dem Laden. Jetzt. So, ich glaube, das könnte klappen, wenn ich rechts gehe auf die... Ja, genau. Gut. Ich weiß, wie es geht. So, haben wir, glaube ich... Okay, ich verkaufe jetzt erstmal gerade meine ganzen Ketten, Alter. Das ist so nervig. Boah, Alter, das sind das viele. So, das Schwert verkaufen, die Sense verkaufen. Milenz Buckler, was soll denn das sein? Milenz Buckler hatte ich auch. Jetzt einfach. Den kannst du ausrüsten, gell? Das ist dein Schmuckgegenstand. Ne, ich konnte ihn nicht ausrüsten. So, ja, ich habe jetzt... Also ich habe jetzt nur für Kopf, Schulter, also auf der linken Seite fehlt mir fast alles, aber die rechte Seite habe ich fast komplett voll. Da fehlt mir nur noch mein geheimer Schatz. Und hier kann ich eine Zweihandwaffe ausrüsten. Mach ich noch nicht, wenn ich gleich von dir eine bekomme. Dann verkaufe ich das jetzt hier mal, weil... Obwohl, das kann ich eigentlich noch behalten. Rohbeschwörerkristall. Wo ist das denn? Komm, ich verkaufe jetzt mal die ganzen Dinger. Nein, F. Ich verkaufe jetzt mal diese ganzen Verstärkungen, weil die geben mir übelst die Kohle. Genau wie das da, Drachenschuppenfragment. Was haben wir hier noch so? Drafrongras bringt viel. Das ist ja keine Ahnung, das ist. Das behalte ich mal noch. Oh, was ist das denn? Skurril-Exzenz. Itempreis 9000 Dollar. Sammelt 200 Mal Skurril-Exzenz für ein Suril-Kristall. Dies kann gegen Ladies-Ausrüstung getauscht werden. Alter, ich glaube, ich habe hier was gefunden, was mega teuer ist. Also ich habe hier ein Item, das kostet 9000. Das verkaufe ich lieber nicht, oder?
keine Ahnung, ich hatte da auch solche Sachen. Ich behalte es lieber. Also ich könnte mir jetzt eine raue Riesenklinge kaufen, die kenne ich schon, die macht 280 physischen Schaden und 230 magischen Schaden. Ist da deins besser? Warte. Was sagtest du? 280 physischen Schaden, 230 magischen Schaden. Ja. Also der Zweihandhammer macht physischen Schaden 233 bis 284 und magischen Schaden 187 bis 328. Ja, dann lass den, dann hole ich mir das hier, das ist besser. Dann verkauf deinen für Gold. Na gut. Weil der hier hat wesentlich mehr Power. Ach, das ist ein Schild der Millennium Buckler. Alles klar. Achso. Ja, dann verkaufe ich den jetzt natürlich auch. So. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Wieso kann ich den nicht sehen? Toll. Ey, das Kleid passt voll gut zu meiner Haarfarbe, finde ich voll klasse. Oh, da hatte ich aber Glück, ey, jetzt. Kommst du, Schatz? Warte. Ach, jetzt habe ich meine Drachenausrüstung bekommen. Und du konntest, glaube ich, mit... Warte, du gehst auf L. Die Drachenausrüstung habe ich schon, aber... Genau, dann gehst du auf L, auf B und dann hast du, wenn du deinen Drachen hast, an der Seite, ganz links, hast du drei Gegenstände. Und da kannst du deine Drachenausrüstung reinziehen. Alles klar. So. Dann haben wir hier noch das Schwere. Ich müsste eigentlich noch ein anderes haben. Ich habe für den anderen Drachen habe ich auch noch einen Sattel. Stimmt. Ich habe schon zwei. Medizin-Buckler, das ist für uns selbst oder was? Das ist ein Schild, ist das? Ja, aber für uns oder für den Drachen? Uns. Ja, das ist für uns, ein Schild für uns, falls wir nur eine Einwaffe haben. Ah, das trifft nur, ist nur für... Den verkaufen. Ja, der ist nur für mich, der ist nur für Kämpfer. Habe ich auch gerade verkauft. Gut. Und wie findest du mich? Ich mal hier. Wie sehe ich aus? Sexy, ist dir aufgefallen, dass ich auch ein neues Gewand habe? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Hui, ich will den anderen Drachen haben. Warum hat der Drache jetzt den Zettel nicht auf? So, guck, siehst du das? Mein Drache... Hat jetzt Sattel, Rüstung, Armschienen. Ja, da hat mein Drache ja auch. Außer den Sattel. Irgendwie. Ja. Dann musst du nochmal aufsetzen. Also der kann fliegen oder was? Nee, das ist mein Gleitdrache. Ach so. Na dann lass mal die nächste Stadt. Ah, jetzt kriegt er. Und folgt mir am besten. Du hast so eine Vorliebe dafür, dich zu verlaufen. Hui! Kommst du mit der Geschwindigkeit von meinem Drachen mit? Geht, oder? Ja. Hui, ich glaube, du bist sogar schneller als ich. Na. Ja, jetzt wirst du gleich sehen, jetzt kommen wir gleich im Gebiet und dann wirst du so einen kleinen Kurzfilm eingeblendet bekommen. Aber wir müssen hier findet Groggy von. Was? Groggy von finden hier. Ja, Groggy von irgend. Da ist er doch schon, oder? Ne, das ist Randall. Hallo Randall. Rumble. Ich kenne euch, Osira. Ihr kommt wie gerufen. Der Panienhof wurde von Riesenratten des Aubier-Erfolgs umzingelt. Würdest du mal ganz kurz diesen Typen, der mich angreift, hier beseitigen? Ich lese gerade. Man wäre euch doch wirklich dankbar, wenn ihr diese Plage vernichten könntet. Geht danach in den Hof und findet Arapau Panion, um eure Belohnung abzuholen. Ich laufe zurück nach Helmut, falls dort noch Hilfe gebraucht wird. Okay, gut, alles klar. Ja, danke, dass die Leute, die mich angreifen, hier platt gemacht hast. Bist du ein Held. Bist ein toller Mann. Ja, ich war selber gerade in unserem Ladescreen da.
So, da gehe ich jetzt auch gleich mal rein in den Landeskühn. Der müsste jetzt eigentlich kommen hier. Ah ne, ich habe den ja schon gehabt, da ich ja schon... Ja. Ja, du wirst schon merken, die Leute, die Viecher sind ein bisschen stärker. Da greift mich gleich einer an. Autsch, Hilfe. So. Oh, Drachensplitter. Behalte ich. Ich bin eine Frau. Die hören mir. So. Dann begebe ich mich mal auf den Hof. Der ist hier oben übrigens. Ah nein, ich werde von großen Ratten angegriffen. Wum, Stirbratte. So. Und du siehst hier schon, also hier geht jetzt dieses ganze hier gehen jetzt die ganzen Quests los. Oh, jetzt habe ich nicht vorgelesen. Ach, ich bin vorlesen. Wie lange willst du die Gruppe auf ihrer Geisel noch hier festhalten? Das ist frustrierend. Verflucht seien diese Aupyria-Angreifer und Aupyria-Gräberratten. Wie viel Zerstörung wollen sie denn noch über unsere Heimat bringen? Verdammt. Wie gerne würde ich diese Geiseln töten, aber ich besitze keine einzigste anständige Waffe. Hey, seid ihr nicht die Osiria-Legende, die in Helmut von Himmel gefallen ist? Wir brauchen eure Hilfe, um die Aupyria-Angreifer und Aupyria-Gräberratten loszuwerden. Drei von jeder Sorte durften ausreichen. Bitte schnell. Ja, es rennen hier nur 30 Milliarden rum, da reicht's bestimmt, wenn ich drei kille. Eine helfende Hand. Ah, ihr seid es. Tante Samantha hat mich gebeten, jemanden zu finden, der auf den Hof aushelfen kann. Ihr seid auch stark. Geht zu ihr und fragt sie, was wir für sie tun können. Okay. So, noch mehr. Das wird jetzt eine ganze Ecke vorlesen werden hier, ey. Solange ihr die Matte. Von dieser Aquila Aporia Angreifer killen. Ja, ich mach gerade hier die Quest alle durch. Solange ihr die Materialien dazu besitzt, könnt ihr den Amboss der Herstellung diverse Waffen beschleunigen. Hm, Waffenspielekunst. Ja, ich will erst diese Aporia-Dinger. Okay. Die Herstellung von Dingen beginnt mit der Verarbeitung von Materialien. Oft können die gesammelten Materialien noch nicht direkt verarbeitet werden. Ich bin Level 13 geworden, danke dir. Lasst mich euch erklären, wie man unverfeinertes Erz zu Felsen verarbeitet. Ihr findet unverfeinertes Erz im felsigen Gelände. Außerdem kann es euch von Drachen gesammelt werden. Denn ich mich recht erinnere, gibt es noch Reste davon aus dem letzten Seminar. Wenn ihr das erfordert... Also irgendwie die Drachen, die wir besitzen, können uns auch die Erze sammeln, gell? Du kannst sie auch losschicken zum Sammeln oder so. Okay. Schickt mir das Material! Hier ist etwas von dem Material für euch, das ihr benötigt, um eine Quest zu bestehen. Wenn ihr dieses verliert oder verkauft, kann ich euch kein weiteres geben. Wenn es euch trotzdem abhanden gekommen ist, könnt ihr es selbst bei Tieren finden, draußen in der Wildnis oder mit Hilfe des Gehegeverwalters eurer Drachen auf die Suche danach schicken. Ach, das muss ich dir erklären noch, genau. Hier ist nämlich der Gehegeverwalter und das habe ich zwar selbst noch nicht ausprobiert. So, jetzt tun wir hier einfach mal starten. Jetzt wisst ihr schon, wie das geht. Hier haben wir das verfeinerte Erz, das fließt hier durch und dann... So. In dem Gehege können wir dann anscheinend uns Drachen auf Erzsuche schicken und sowas. Gut gemacht. Okay. Je mehr die Herstellung übt, desto besser werdet ihr. Dabei lernt ihr automatisch neue Rezepturen. Diese sind übrigens auch draußen bei Monstern zu finden, wenn ihr Glück habt. Natürlich, ich renne zu irgendeiner Ratte und die gibt mir dann ihre Rezeptur. Warum auch nicht? Alternativ könnt ihr alle Ausrüstung extrahieren, die ihr nicht mehr benötigt. Auch darin findet man manchmal Rezepturen. Wenn ihr ihre Rezeptur nicht einmal gelernt habt, vergesst ihr sie nie wieder. Hier sind noch ein paar gefärbten Insignien für euch. Ihr könnt sie in Gefährtenkompass verwenden. Öffnet sie über das Freundesinterface. Dankeschön. Ja, das war das erste Quest. Ich finde die Aurea-Gräberratten nicht. Die sind da, wo wir angefangen haben. An diesem Grab da oben. Da ist oben ist ein Grab und nur da gibt es die Ratten. Okay, also Frank kommt hier total gespielt an mittlerweile. Meister Rüstungsschmied. So. Die Herstellung von Dingen beginnt mit der Verarbeitung von Materialien. Oft können die gesammelten Materialien noch nicht direkt verarbeitet werden. Lasst mich euch erklären, wie man Grobfetzen zu Grobstoff verarbeitet. Ihr findet Grobfetzen an humanoiden Kreaturen, außerdem ist er auch von Drachen, kann er auch von Drachen gesammelt werden. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es noch Reste davon aus letztes Seminar, blablabla, das kann man ja alles schon. So. Dann gehen wir hier. Moment, doch, das könnte man auch am Amboss machen, genau, Schmieden und Gerben. Nee. Wo ging das Gerben? Das war irgendwo hier. Hä, hey, klar konnte ich. Hä? Klar konnte man hier gerben. Bin ich blöde? Achso, ich habe mir das Material noch gar nicht genommen. Genau.
Schenk mir das Material, jetzt habe ich's. Und jetzt gehen wir zum Amboss und gerben den ganzen Mist hier. Und hauen da, was stellen wir her? Rohgriff. Alles da. So. Jetzt gehen wir wieder hin. Hey! Gut gemacht. Vor eine Gräberratte habe ich gefunden. Ich schau mal nach rechts, da müsste noch eine sein. Gut gemacht. Je mehr ihr die Herstellung übt, desto besser werdet ihr. Dabei erlernt ihr automatisch neue Rezepturen, die übrigens auch draußen bei Monstern zu finden sind. Natürlich, auch Gräberratten können wir Rezepturen zukommen lassen. Warum auch nicht? Alternativ könnt ihr alte Ausrüstung extrahieren, die ihr nicht mehr wisst. Kennen wir ja das schon. Okay. So, und da haben wir das nächste Quest erledigt. Raphion Fondal. Hallo, ich bin Raphael Font heißt er. Der Sekretär von Arapor Pion. Unser Bürgermeister hat euch sicher schon davon erzählt, dass die Leichen unserer Gefallenen von diesem entsetzlichen Rattenvolk in ihre Ruhe gestört werden. Bitte, wenn ihr nicht schon auf einen richtigen Friedhof begraben könnt, so lasst sie wenigstens Ruhe finden, in denen ihr die verbrennt. Die Bürgerleichen liegen überall auf dem Hof verstreut. Okay. Das ist Garlet Panion. Seufzt mein Herz schmerzt jedes Mal, wenn ich daran denke, dass die Gebeine unserer Vorfahren von einem Apuja-Grabräuber enterbt werden. Sie durchwühlen die Gräber nach Schmuck und Tand und niemand hier wagte, sich ihnen entgegenzustellen. Würdet ihr das vielleicht in die Hand nehmen? Natürlich werdet ihr gebührend belohnt. Danke dir. Und da drüben, das ist meine Ausbilderin hier, das ist nämlich die Kochtante. Bei der können wir ganz viele Quests machen. Oh, da seid ihr ja. Ihr seid Osira, nicht wahr? Der Bürgermeister sprach von euch. Tantchen zählt darauf, dass ihr uns bei unserem Problem helft. Tantchen, Alter. Du bist mindestens 60. Wer ist bitte deine Tante? So, jetzt seht ihr hier, ja, wir haben hier 1000 verschiedene Quests. Die Nächte hier sind kalt und feucht. zweideutig denken ist scheiße. Da so viele Menschen auf einmal zur Farm kommen, gibt es nicht genug Decken und Kleidung, aber ich kann das nicht verhungern und erfrieren lassen. Es gibt viele Packoff-Schafe auf dem Friedhof nahe der Pantheonstadt. Wenn ich die Kapokwolle hätte, die man an den Tieren findet, könnte ich genug... Das ist eine Ausdrucksweise. Wenn ich die Kapokwolle hätte, die man an den Tieren findet, man findet die einfach auf den Tieren drauf, ist schon klar. Könnte ich genug Decken und wartierende Jacken für alle machen? Helft Tantchen aus. Holt etwas Kapokwolle für mich. Ich glaube, die redet in der dritten Perspektive von sich selber. In der dritten Perspektive? Tantchen hat eine Bitte. In der dritten Person? Naja, die Perspektive der dritten Person, weißt du? Tantchen hat eine Bitte an euch. Niemand hat es im Moment leicht. Vor allem nicht die kleinen Kinder. Wir haben so viel Angst, dass sie jede Nacht weinen. Tantchen hält da... Oh, Tantchen, ey, wer kommt denn auf das Wort Tantchen? Das klingt so schlimm. Tantchen hält das nicht mehr aus. Ich kenne eine geheime geheimes Rezept, mit dem ich die Kinder beruhigen kann. Doch dafür brauche ich die Duftmagensteine aus den Mägen der Sonnenschnabel Ostriax. Ich kenne ein geheimes Rezept, mit dem ich die Kinder beruhigen kann. Dafür brauche ich die Duftmagensteine aus den Mägen der ja, schon klar. Würdet ihr für mich in die West-Parsing-Wälder gehen, ein paar Sonnenschnabel Ostriax jagen und ihre Duftsteine... Magensteine bringen. Also, ich glaube, die Kinder haben eine ziemlich schwere Geburt gehabt. Also, wenn man sie mit Magenstein beruhigt, dann, naja. Hm. Muss ich mich hier für eine Sache entscheiden? Kann ich nur zum Beispiel Alchemie lernen oder kann ich alles lernen? Nö, du kannst alles lernen. Okay. Das sind nur von jedem gleich am Anfang so einen kleinen Bonus. Da kriegst du von jedem was geschenkt. Hm, ihr seht stark aus. Kommt und helft dem Tantchen. Boah. Moment, ich lese das nochmal. Hm, ihr seht stark aus, kommt und hilft der alten Schabracke. Der Friedhof liegt nördlich des West-Parsing-Wälder. Seit einiger Zeit graben Aupia-Grabräuber die Leichen unserer Ahnen aus, was die Plündererkäfer aufscheucht, die ursprünglich dort hausten. Diese Käfer übertragen Krankheiten und Seuchen, weshalb wir sehr besorgt sind. Wir suchen jemanden, der die Insektenplage beseitigt. Ihr seid der Aufgabe bestimmt gewachsen. So, nächstes Vorlesen. Der Bürgermeister sagt, dass ihr Osira seid. Ihr könnt uns helfen, wir brauchen gerade Nachschub an Fleisch. Südlich von Craigtails in den Einsiedlern Koraiden lebt. In dem Einsiedler Koraiden lebt, gibt es jede Menge Nebelschweine. Aber Koraiden ist irgendwie unheimlich, also traut sich dort keiner mehr hin. Und das, wo mein Nachschub gerade zur Neige geht, bitte helft uns, empfangt ein paar Nebelschweine. Du glaubst, ich bleib das ganze Leben hier und bring die Nebelschweine, oder was?